Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout Shelter. Oh yeah. Und ich bin gehypt, Freunde, ich bin richtig fröhlich, denn ja, Zero ist zurück mit einer Tonne von Kronkorken und einer Menge Sachen. Ich glaube, die waren aber nicht so toll, soweit ich mich erinnere. So ein paar gute Sachen. Und wir gucken uns mal an, was heute so ansteht. Haben wir keinen Tagesbonus? Doch. Es ist wieder soweit, Freunde. Wir kriegen eine Lunchbox. Das bedeutet, wir packen gleich aus und... Nein. Wer macht da hinten rum? Tobias! Das finde ich nicht nett von dir. Ja, da freust du dich. Das kann ich mir schon denken. Ich wollte gerade ein paar Bilder aufhängen. Ja, ich kann mir schon denken, was du fotografiert hast. Kleiner Spanner. Oh, Morgan Freeman. Ist es nicht so nett? Und natürlich greifen Kakerlaken an. Das ist normal. Das ist normal bei mir, Freunde. So. Schnell rüber da, sonst vermehren sich die Kakerlaken. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und wir haben natürlich wieder verdammt viele Skills oder beziehungsweise Spezials freigeschaltet. Wir gucken als allererstes, haben gerade alles schon angenommen. Ne, hier unten fehlt noch, ne? Wir kriegen Denise Jenkins, ein Allrounder. Sie wird sterben. Eigentlich muss sie nicht sterben, aber bei Allroundern ist es immer so schwer zu sagen, wo sie hinkommen. Apropos, wo sie hinkommen. Es gibt eine Aufgabe, die besagt, man soll die Personen an die richtigen Plätze stecken. Und wir haben diese Quest noch gar nicht gehabt. Faszinierend. Erstmal auspacken. So, 100 Kronkorken ist kein gutes Zeichen. Diesmal gucke ich aber wirklich hin, was ich bekomme. Und zwar auf meinem Bildschirm vorne. Wasser ist in Ordnung. Verbessert die Jagdflinte gut. Gibt besseres, aber das ist ja noch nicht der legendäre Gegenstand. Der kommt jetzt, beziehungsweise der bessere Gegenstand. Es gibt eine Chance auf legendäre Gegenstände, aber naja. Ein Sturmgewehr hatten wir noch nicht, deswegen ist das in Ordnung. Gibt natürlich wesentlich bessere Sachen, aber naja. Oh, wir müssen Waffen sammeln, das kriegen wir auch noch hin. Erstmal sammeln wir das hier ein. So. Aufträge derzeit: Unfälle aufhalten. Das möchte ich heute gerne mit euch meistern. Lösche Waldfeuer kriegen wir vielleicht auch noch gemeinsam hin. Und natürlich Sammelwaffen. Das ist alles gar kein Problem. Aber erstmal sammeln wir Kronkorken. Bam, bam. Das gibt richtig fett Knete. Und ihr werdet mich immer wieder nicht verstehen, solange ich das hier mache. So. Alter Schwede. Allein schon diese Musik. Dieser Gitarrensound. Ah, geil. So, da haben wir noch ein paar Kronkorken frei. Da haben wir noch ein Skill. Und jetzt gucken wir mal nach den Toten. Da haben wir Tevin Tyrone. 14 Stunden hat er immerhin geschafft. Respekt. Ein paar Level hat er auch gekriegt. Was ist das? Tevin. Nein. Hör auf, Luftgewehre zu sammeln. Das will ich nicht. Eine Major-Lock gestorben. Gut, das ist in Ordnung. Getunte Laserpistolen. Ja, gut. Das ist immer noch alles gleich. 500 Kronkorken kostet der. Wir kriegen natürlich immer mehr von ihm zurück. Ich glaube, dass das Wiederbeleben maximal 1000 Kronkorken kosten kann. Deswegen wird es später, wenn sie ordentlich Knete mit nach Hause bringen, alles recht billiger. Ich hab's schon wieder gemacht, ne? So, wir drücken ja mal auf Snox. Gucken wir mal, was wir alles für haben. Ja, kriegen wir auf jeden Fall ein paar Kronkorken zurück und Zero mit 1 Milliarde Sachen. Ah, herrlich. Aber auch Luftgewehre dabei, oder? Gut, gehen wir weiter. So, da sind alle Ödler, die warten. Okay. Nummerherz. Auch 15 Stunden, 30 Minuten. 2 Level mehr geschafft als Tevin. Ich vergesse jedes Mal mein Handy abzustellen. Jedes Mal, wenn ich anfange zu Let's Playen, piept mein verdammtes Handy. Da habe ich schon die Benachrichtigung hier auf dem Tablet ausgeschaltet und dann piept mein Handy neben mir. 5% Akku, okay. Merke ich mir, sonst kann ich morgen nicht aufstehen. So, Luftgewehre war ja klar.
Leute, keine Luftgewehre mehr. Sonst gibt es hier Disziplinarverfahren, ja. Aber 1500 Kronkorken. Respekt. Oha, Nummerherz, du bist ein Schatz. Du hast eine richtig gute Waffe gefunden. Eine gehärtete Kampfflinte. Oh mein Gott. Das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich sehr. Gehen wir weiter. Ich sagte, gehen wir weiter. Danke. So, Christian Marschner, was hast du so Schönes gefunden? Gut. Es ist nur ein Luftgewehr. Die anderen haben zwei gefunden. Verbesserte, abgesägte Schrotflinte. Ich glaube, die hat er gefunden. Und er hat auf jeden Fall noch einen Red Away dabei. Den kriegen wir auch geschenkt. Sehr gut. Tevin Tyrone läuft doch zurück. Okay. Ich wollte gerade sagen, wieso läuft einer noch zurück? Ist doch unmöglich. So, erstmal alles eingesammelt. Dann lassen wir mal die Leute in die Vault. Da stehen wieder so viele draußen. Ich habe doch gar nicht so viele weggeschickt, oder? Ja, das war noch von vorgestern. Das war noch von vorgestern. So, ich würde sagen, wir versuchen ein paar Unfälle zu provozieren. Aber erst in 80 Sekunden. Dann können wir erstmal Zero reinlassen. Das bleibt, das kann weg, das kann weg. Kampfrüstung können weg. Du bleibst bestimmt, ne? Ja, Sportfan-Outfit. Ohuhu. Damit müsste eigentlich jemand ins Ödland rausgehen, ne? Ich meine, Stärkefutzis haben wir genug auf maximal. Weißt du, damit können wir jemanden locker rausschicken. Okay. 100 Kronkorken ist das Ding wert. Cool. Das kann weg. Natürlich Luftgewehre. Die finden immer mindestens zwei Luftgewehre. Okay, maximal zwei Luftgewehre, sorry. So, das bleibt natürlich. Das kann weg. Was bist du? Okay. Das kann auf jeden Fall weg. Ach, wie viele Sachen. Ey. Wir kriegen gleich richtig viele Kronkorken. Holy shit. Nee, das bleibt. Das bleibt. Vier Luftgewehre. Das ist ja wohl mal ein bisschen übertrieben, Zero. Da rede ich schon mit mir selber, aber das bin ich schon gewöhnt. Macht euch mal keine Sorgen. So, und das geht alles noch weg. Und dann sammeln wir. Gut, nicht die Anzahl, die ich wollte an Kohle, aber wir haben ja noch ein paar draußen stehen. Die werden uns auf jeden Fall noch Kronkorken geben. Genau, wir verbessern erstmal die Krankenstation. Und dann werden wir Tempomodus machen. Das ist ja noch viel geiler. Dann können wir noch ein paar losschicken heute. So, lasse einen Bewohner des Ödland 14 Stunden lang erkunden. 14 Leute! Okay, da werden wir ein bisschen brauchen, Freunde. Aber kein Problem. So. Dann holen wir auf jeden Fall noch mehr Jungs rein. Obwohl, ich muss erstmal Zero finden. Der darf hier nicht rumlaufen. Zero. Wer bist du? Lions Pride. So bleiben Sie bitte in diesem Raum. Achso, er ist schon längst in diesem Raum, wa? Okay. Wo hampelt Zero rum, ey? Der versteckt sich jedes Mal, wenn ich ihn suche. Ha, ich sehe ihn. Da kannst du bleiben. Kannst du mit Tevin Tyrone rummachen. Nee, Lions Pride, ne? Lions Pride, ja. So, nächster bitte. Tony. Was hast du dabei? Luftgewehr kann weg, kann weg, kann weg, kann weg und kann weg. Gut, eine nützliche Sache gefunden, besser als nichts. Ein paar Kronkorken sind auf jeden Fall dabei. So, und du gesellst dich mal zu den anderen. So ein paar Gesellschaftsspiele werden ihm bestimmt gut tun. So, kann weg, kann weg, kann weg. Alter. Auch eine Sache, die nützlich ist. Naja. Ein Feuer schon mal gelöscht. Perfekt. Leider können wir deswegen aber keine Leute umplatzieren. Deswegen gehen wir einfach mal weiter zu Captain Bazooka. Gefechtsrüstung, das ist kacke. Ja. Gut, immerhin zwei Sachen. Wir verbessern uns heute. Heute verbessern wir uns richtig. So, kommen Sie rein, kommen Sie rein. Waldfeuer gelöscht. Somit kannst du auch dahin gehen. Du auch. Haben wir 6000 Kronkorken? Deck mit dir, Schrift. Danke. Nein, aufleveln zuerst, ne? Bam! Bam! Verarsch mich erstmal das Spiel.
12 Stimpacts, alter Schwede, Freunde, alter Schwede, wie viel haben wir derzeit? 16. Das kommt gut hin. Tempomodus bitte. Bei. Hä? 16%? Alter. Mir fehlen die Worte. Bei 16% ist es schief gegangen. Ich meine, ich möchte ja, dass es schief läuft, aber doch nicht bei 16%. Jedes Mal, wenn ein Unfall passiert, steigt die Prozentzahl dramatisch an. Wenn etwas erfolgreich ist, steigt es nur minimal an. Und das Feuer dauert natürlich lange. So, sammeln wir erstmal ein. Und wir sehen gerade, stromtechnisch sind wir gerade nicht so wirklich am Laufen. Aber unsere Stärkefuzis werden besser. Einen Tag braucht die andere noch. Gut. Aber du bist soweit fertig. Du kriegst auf jeden Fall. Wieso haben wir keine Militärausrüstung mehr, hä? Und wieso sind meine Stärkefuzis alle so scheiße? Außer Theresa. Ich dachte, die wären alle komplett ausgebildet. Okay, dann halt nicht. Ja, gut, aber immerhin bist du fertig. Du. Ja, du warst es, ne? Dann geh du schon mal zum Atomreaktor. Dann haben wir nämlich gleich noch eine weitere Einnahmequelle. Ich meine, im Endeffekt dauert das 19 Minuten, 20 Minuten eine Folge. Hätte ich keinen Timer, könnte ich das jetzt als Timer benutzen. Das ist schon mal sehr gut. Oh Gott. Ah, 5 Minuten. Ach, da sind ja Leute drin. Stimmt, die haben wir hingepackt, ne? Ich bin blind. Okay, jetzt sind es nur 5 Minuten, aber gut. Also, wo waren wir gerade stehen geblieben? Genau. 10% steigt es an. Ich glaube, wenn es erfolgreich ist, steigt es zu 5% auf. Wir werden es gleich testen. Ne, immer 10%. Dann halt nicht. Dachte, ich kann mal schlau wirken, weißt du? Jetzt zeigt das Spiel nur, wie dumm ich bin. Ja, jetzt klappt es. Bei 46% gar kein Problem. Aber bei 16%, oh, wir brennen, wir brennen. Okay, 6 Minuten für 12 Stimpacts und oh Gott. Haben wir es gerade dreimal hintereinander gemacht? Okay, wir haben 35, das ist mehr als ich wollte. Wir gucken mal, wen wir wegschicken. Da war doch gerade hier noch jemand. Wollte schon sagen. Bertha, mein Freund, du scheinst ganz gut drauf zu sein. Du kannst losziehen. Bitteschön. So, mit Stufe 11 würde auch ein bisschen weiter kommen als der Rest. Das ist gut. Dann kriegst du meinetwegen noch 5 von dem Scheißzeug und dann ab dafür. Apropos Scheißzeug, die müssen wir auf jeden Fall noch erweitern. Moment mal. Ihr wart beide voll ausgebildet. Ihr beide waren voll ausgebildet. Ich weiß das. Verlieren sie Punkte nach einer Weile? Die waren noch voll aus. Die waren voll ausgebildet. Ich weiß es. Ich weiß es doch. Verarsch mich doch. So, Opa Nightwolf ist auch soweit fertig. Er wollte, glaube ich, noch was anderes trainieren. Naja, meine Notizen liegen alle auf dem Tisch. Ich habe aufgeräumt. Freunde, deswegen sollte man nie aufräumen. Wenn man aufräumt, sind deine Sachen einfach zu weit weg. Du kommst nicht an. Ich werde nie wieder aufräumen. So ein Scheiß. Na gut, wir müssen sie halt nochmal trainieren. Ich glaube, die verlieren nämlich Spezialstatistikpunkte nach einer Weile. Gut, dass ich mein Handy stumm geschaltet habe. So, okay. Wie sieht's bei euch aus? Charisma-technisch. Sehr schön. Du bist fertig. Du tauschst mal den Platz hier. Oder erweiterst ihn. Irgendwie bin ich heute ein bisschen verwirrt. Ich bin der Meinung, der Raum war schon voll. Da fehlen zwei.
Ja, jetzt noch einer, aber ich meine allgemein. Okay. Dann halt nicht. Aber ist ja auch egal, genau. So habe ich das beim letzten Mal auch gemacht. Ich habe sie einfach losgeschickt, weil wir sowieso einmal am Tag Besuch bekommen. Und daher ist es scheißegal, wie viele da drinne sind. Wozu wollt ihr ein Mr. Handy haben? Ich kann euch auch heilen. Ich tue es nur nicht. Weil ich ein Arsch bin von Aufseher und geizig. So, ich habe schon längst wieder vergessen, was wir eigentlich vorhatten. Unfälle. Unfälle war ja das heutige Ziel. Wir haben 10 Packs, dann das heißt, wir können das zweimal machen. Wenn es denn erfolgreich wäre. Man weiß es ja nicht. Nein, natürlich nicht. Na, schade, ich dachte, es brennt. Wie viel brennbares Zeug brauchen wir noch? Zwei Feuer und zwei Unfälle. Gut, einen Unfall haben wir gleich. Das ist gar kein Problem. Und ich kann meinen Timer nicht sehen. So. Alter, schon wieder 10 Minuten um. 16 Minuten? Was? Ich glaube, mein Timer spinnt. Das war noch im Leben. Im Leben nicht. Ich spiele doch gerade keine 16 Minuten. Was ist denn hier los? Schnell mal einen Tempomodus einschalten. Alter Schwede. Vielleicht ist es der Tempomodus. Vielleicht beschleunigt er auch die Realität und. What? Ich hab's einfach geschafft. Ich hab's einfach. Ich hab's geschafft, Freunde. 76%. Okay, gut. Ich wollte schon sagen, heute ist die Glücksträhne, aber nein, leider nicht. Stimpaks haben wir auch wieder genug, ne? Ja, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Einmal muss es noch erfolgreich sein. Dann geht's weiter. Wir sollten ein paar Leute reinlassen, wie zum Beispiel dich. Dann kriegst du, ach, Ödland-Ausrüstung brauchen wir sowieso nicht. Ey, was voll mit dem Dreck? Ganz ehrlich. So, Henk. Du musst allerdings warten, solange es brennt, oder. Ja, doch, es brennt. Solange es brennt, kann ich dir leider nicht helfen und dich irgendwo hinstecken. Da musst du ein bisschen warten. Du. Was bist du? Ah, gut. Kann man gebrauchen, ne? Jagdfenster, gut. Ich muss sagen, Eclipse. Oder ehemals bekannt als Eclipse. Du hast es geschafft. Glücklicherweise kenne ich den Namen auswendig von dem, den ich hier benennen wollte. Und zwar ist es Bobo Beutling. Herzlich willkommen in der Welt, Herr Beutling. Ich hoffe, Sie haben Spaß. Du hast mir sogar gerade ein bisschen was mitgebracht. Unfälle aufhalten haben wir jetzt auch geschafft. Allerdings, ich will das Zeug aufnehmen, Mann. So, allerdings müssen wir noch ein Feuer löschen, ne? Das Problem an der ganzen Geschichte ist jetzt hier. Wir lassen das hier auf jeden Fall noch 5 Minuten laufen. Und beenden dann damit die Folge. Damit wir das auch machen können, lassen wir ja jetzt den Tempomodus da mal sein und gehen mal hier auf den Tempomodus und aktivieren ihn mal. Ich meine, jetzt wird er noch erfolgreich sein. Ich meine, ich bitte euch. 16% oder beziehungsweise 18%, wo läuft das denn bitte schief? Nur bei mir. Los, jetzt fackel mal endlich ab hier. Oh, hi. Dich wollte ich doch nehmen. Und zwar wollte ich dich da oben hinstecken zu den anderen Kerlen, damit ihr da ein bisschen rummachen könnt. Und du, haben wir dich auch reingeschickt? Ja, Henk, klar. Henk, logisch. Natürlich. Henk, geh mal dahin. So, dann weiter mit dem Tempomodus. Denn wir brauchen halt auch die Red Away zum Losschicken, weil wir jetzt keine mehr haben. Und da ist das Feuer, was wir wollten. Was ist eigentlich unser neuer Auftrag? Rüste 11 Bewohner mit einem Outfit aus. Das kriegen wir doch hin, Freunde. Das kriegen wir doch hin. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Haben wir schon ein paar neue Anzüge bekommen? Natürlich nicht. Wir haben. Wieso kriegen wir keine Stärke von dieser Zeugs? Was soll denn das? Na gut, aber wir haben Laborkittel. Hier unten hat jeder schon welche. Du kriegst noch einen. Bitte schön. Du kriegst noch einen. Ein Laborkittel. Ein Laborkittel. So, meine lieben Ödländer. Sorry, aber da ist mir gerade ein bisschen was in die Nase gerutscht. Alter Schwede.
So, Captain Bazooka, du bekommst natürlich auch eine förmliche Kleidung, die verteile ich jetzt an alle Ödländer. Und auch nur eine? Ich bin ein bisschen enttäuscht, aber egal. Oh, Hank, du willst deine Militärkleidung bestimmt loswerden. Und zwar willst du den Sportfan-Outfit. Und bei dir machen wir das einfach so. So, dann machen wir das jetzt bei noch 7 Personen und dann haben wir es. So, dann haben wir hier noch eine. Ist sowieso Militärkleidung. Kannst du behalten. Ich bin heute mal ganz spendabel. So. Ist zwar ein bisschen langwierig und irgendwo langweilig, aber ich meine, leichter kommt man an Zeug nicht ran. Leichter kommt man einfach an Zeug nicht ran. Es ist irgendwo ein Cheat, ich verstehe das ja, dass das vielleicht nicht gewollt ist, aber wenn die es halt falsch programmiert haben, nutzen wir es einfach aus. Das war vielleicht ein bisschen falsch. So. Halt, Militärkleidung. Ich glaube, wir nehmen Axel Schweiß Militärkleidung erstmal wieder weg. Und geben dafür ihr die Militärkleidung. Und dann ziehen wir dich nochmal kurz um. Blab, blab, blab. So. Haben wir es jetzt gelöst? Hä? Aber ich rüste doch die ganze Zeit noch Leute aus. Ach, wenn ich jetzt plötzlich nicht cheate, dann funktioniert das nicht, oder was? Ja, leck mich doch. Ich glaube, der Auftrag sollte ja heißen, ziehe den Leuten die gleiche Kleidung nochmal an. So, Kronkorken waren zwar nicht viele, aber immerhin. Sammle 11 Stimpacks. Das ist wie für uns gemacht, Freunde. Wenn diese 5 Minuten um sind, kriegen wir sogar gratis noch Kohle. Ich meine, wo gibt's denn sowas? Gratis. Schön. Wir müssen noch ein paar Leute reinholen, ne? So, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Oh, Militärkleidung. Sehr schön. Zu wenig Lagerplatz. Da kannst du dich nicht hingesellen. Dann gesell du dich mal dahin. So, wie lange noch? Das kann doch nicht sein. Das ist 5 Minuten schon wieder um? Irgendwas stimmt mit meiner Realität gerade nicht, Freunde. Irgendwas stimmt da nicht. Die Zeit geht einfach viel zu schnell um. Dieses Spiel, es ist so süchtig machend. Na komm, gib mir die 12. Dankeschön. So, das haben wir auch ein. Was ist unser Neuauftrag? Erreiche eine höhere Stufe mit 6 Bewohnern. Gut, das kriegen wir bis morgen bestimmt auch noch locker hin. Das ist alles gar kein Problem. Allerdings möchte ich die hier kurz reinchecken. Tot. Ein neues Opfer für die World. So. Tschüss. So, wir können bestimmt noch einen rausschicken, ne? Oder? 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 Yeah, können wir. Wer ist denn heute bereit rauszugehen? Die sind ja heute alle gerade wiedergekommen, deswegen werden wir erstmal ja tauschen, sodass einige heute mal zu Hause bleiben, die anderen rausgehen. Alter, ihr Pride, ich glaube, du könntest eigentlich wieder, ne? Eclipse war eigentlich quasi auch draußen. Wir haben ihn ja umbenannt. Deswegen schicken wir mal Pride los, ne? Pride. Du hast bestimmt Bock rauszugehen, das weiß ich doch. Da ist ja richtig Spuß dran. So, kriegst noch 5 von dem Zeugs mit. Viel Spaß. Wie viel haben wir jetzt insgesamt? 9. 9 plus 12 ergibt leider keine 25, ne? Wir müssten das irgendwie ändern. Wir müssten in diese physikalischen Gesetze eingreifen. Ja, Mathematik hat viel mit physikalischen Gesetzen zu tun. Und das ist jetzt kein Scherz, Freunde. Es ist so. So, eigentlich müsste ich die Folge wenden, ne? Aber ich würde gerne noch einen losschicken. Weißt du was, wir versuchen es einfach nochmal. Na gut, schade. Ich hab's gehofft, dann hätte ich jemanden mit 21 Stimpacks losschicken können. Aber so ist das Leben, Freunde. Man kann nicht immer Glück haben. Habt ihr eigentlich alle Waffen?
Ja, und wie sie sich freuen, dass sie Kakerlaken abschlachten dürfen. Oh yeah. Was wir aber machen könnten, wir könnten überall nochmal den Tempomodus machen. Das machen wir jetzt. Weil Tempomodus gibt Erfahrung. Und Erfahrung gibt Level. Auch wenn die jetzt gerade kein Level bekommen haben, aber egal. Ja, weißt du was? Wir haben genug. Wir haben doch genug von, was ist das? Essen. Sehr gut, wie viel Prozent? Nee, wir machen das alles überall nur einmal. Das ist, glaube ich, sicherer. 20% ist auch schon ein bisschen gefährlich, aber ich lebe riskant, Freunde. Ich lebe riskant. So, ich mache einfach keine Level-Ups. Naja. Immerhin. Gut, hier wird es wahrscheinlich schwierig sein, weil da nur eine Person drin ist. Ja, wir probieren es einfach mal. Ich bin größenwahnsinnig. Ihr kennt mich doch. Der Zero, der ist größenwahnsinnig in seiner Vault. Ja, unsere Schlüsselform von unserer Vault nimmt übrigens mächtig Gestalt an. Sie wirkt gar nicht mehr so groß, ne? Dimonströs, was? Keine Ahnung, was ich da sagen wollte. Ich bin verwirrt. So, übrigens... muss ich gerade mal was checken. Wenn ich hier hingehe, ne? Ihr seht ein Teil des Bildes nicht. Okay. Wir bräuchten ein Level Up. Hat jemand ein Level Up? Ach Jungs, enttäuscht mich jetzt mal nicht. Dass hier einfach niemand ein Level Up bekommt. Sonst haben die immer Level Ups. Ich wollte gerne mal testen, inwiefern das nicht im Bild ist. Wobei, ich guck mir einfach die Folge gleich an. Gut, Freunde. Toll. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder bei einer neuen Folge von Fallout Shelter. Und ich gucke mir das gleich mal an, ob wirklich da ein Teil des Bildes fehlt. Falls ihr wirklich da irgendwas nicht sehen könnt, werde ich das umstellen. Aber wenn alles passt, dann lassen wir das einfach so. Weil bisher spielen wir die ganze Zeit so und wieso etwas verändern, was funktioniert, ne? Haut rein, euer Zero. Tschüss.